Freude und damit herzlich willkommen zu einem neuen Vlog der Trippelschicht GmbH. Heute dreht sich alles um das Thema Ultrapleck, denn wir haben schon so einiges gehört, was bei Schwarztüren schiefgehen kann. Bei uns gibt es das Ultrapleck aus dem Drucker und das ist sogar krasser als die normalen Matt-Schwarztüren bzw. glänzend schwarz, die man ja hier auch aus dem Folienfächer bekommt. Nur so konnte ich natürlich auch Rennsportpartner wie Cupra und Abt an Land ziehen. Das heißt, wir gucken uns jetzt mal an, was da der Unterschied ist und ob ihr das auch mit der Kamera so richtig sehen oder beziehungsweise ob ich es mit der Kamera so richtig einfangen kann. Hier haben wir jetzt einmal ein Projekt vom Tesla. Ein sehr, sehr schönes Beispiel, denn das ist auch ein Digitaldruck. Natürlich alles schön streifenfrei und man sieht halt auch eigentlich nicht, dass es ein Digitaldruck ist, wenn ich ehrlich bin. Also man erkennt das so ein bisschen daran, wenn man einen Digitaldruck in nicht High Quality sieht, dann ist es so ein bisschen frisselig. Ich kann euch das dann gleich mal einblenden, weil natürlich können wir auch mit unserem Drucker schnell arbeiten, aber dann überzeugt mich einfach die Qualität nicht und ich möchte natürlich für unsere Projekte die beste Qualität, also für eure Projekte. Und genau, das zeige ich euch dann gleich mal, wie das ausschaut, wenn der Drucker recht schnell druckt und das natürlich auch so ein bisschen Kosten spart für den Folierer, was aber nicht unser Anspruch ist. Das passiert euch bei uns natürlich nicht. Ich habe jetzt hier ein sehr, sehr gutes Beispiel, denn wir haben diese Woche den Tesla da und der hat natürlich auch einen Digitaldruck bekommen, sieht man hier an der Seite. Ist alles aus einem Guss natürlich. Und da macht sich das Ultrapleck richtig gut bemerkbar, denn wir haben jetzt hier zum Beispiel diese roten Akzente und nur wenn das Schwarz wirklich so ein richtiges Ultrapleck ist, dann kommen auch diese farbigen Akzente nochmal richtig geil hervor und die Farben leuchten viel, viel mehr. Das haben wir jetzt hier einmal und ich finde, es sieht schon richtig heiß aus. Was genau der Unterschied zwischen unserem Schwarz und vielen, vielen anderen Schwarztönen ist, das zeige ich euch jetzt gleich im Büro bei bestem Licht, denn da packe ich einmal die Softboxen hin, damit wir das richtig anschauen können. Und dann bin ich gespannt, ob ich euch überzeugen kann und ja, ob ich es vor allen Dingen auch mit der Kamera einfangen kann. Also sehen wir uns gleich im Büro wieder. Herzlich willkommen zurück im Büro und zwar habe ich jetzt hier einmal die Softbox aufgestellt. Die macht uns quasi richtig schönes Licht, damit wir in Ruhe die Samples vergleichen können. Und da habe ich hier nochmal die Oracle Dead Matte Black. Das ist quasi die matte Variante vom Schwarz von Oracle. Sieht man hier hinten am Trägerpapier, da steht es einmal. Und dann haben wir einmal die Avery Dennison Matte Black und zwar sieht es von hinten dann wie folgt aus. Und dann haben wir einmal meine Digitaldruckvariante, erkennbar daran, dass quasi dieser weiße Druckrand hier noch da ist. Der Druckrand wird übrigens immer gelassen, damit der Druckerkopf quasi nicht das Druckbett voll druckt und man nicht die ganze Tinte dann da hängen hat. Das heißt, hat auf dem Papier immer noch so ein bisschen Rand. Das heißt, auch im Druck sagt man ungefähr 1,50er Breite bei den normalen Carbon-Folien, obwohl die Rollen immer 1,53 breit sind. Für alle, die quasi sich für Druck interessieren, das schon mal als kleine Hintergrundinformation.
Und das sieht man jetzt zum Beispiel, sieht es so aus hinten, nämlich komplett No Name. Und zwar ist das eine Avery Dennison Digitaldruckfolie, die beschriften das einfach hinten nicht. Da weiß man dann, dass es das Produkt quasi ist. Bei Oracle steht wieder Oracle hinten drauf. Und jetzt würde ich sagen, wir gucken uns das mal aus der Nähe an und schauen dann mal, wie denn mein Ultra Black abschneidet. So, liebe Leute. Hier vorne ist mein Sample, in der Mitte ist das Dead Matte Black von Oracle und hier hinten ist das Avery Dennison Black. Und die schauen jetzt so aus. Und hier erkennt man schon ganz gut, dass mein Schwarz wirklich ein richtig tiefes Schwarz ist und die anderen beiden Töne auch je nach Lichteinfall so ein bisschen leichten Blaustich haben, beziehungsweise eher fast noch ins Gräuliche manchmal gehen. Und damit hat man natürlich bei mir das absolute Ultra-Black, das vor allen Dingen dann auch die Farben richtig schön zum Strahlen bringt. Ich klebe die jetzt hier nochmal aufeinander und mal quasi den direkten Vergleich holen. Also am krassesten ist schon das Ultraschwarz von uns, muss ich sagen. Und haben damit quasi die Möglichkeit, dass dieses alles, was mit dem Ultra Black kombiniert wird, wirklich eine richtig krasse Strahlkraft hat. Und man muss auch sagen, es sieht auf jeden Fall überhaupt nicht aus, als wäre da irgendwas gedruckt von. Denn ein eher schlecht gedrucktes Druckbild sieht man jetzt hier, das blende ich euch mal kurz ein. Und da erkennt man eben, dass gerade im Bereich Digitaldruck, wenn es um Tintenstrahldrucker geht, also die mit Solventinten arbeiten, die lösungsmittelbasiert sind, dann sind das in der Regel Tintentröpfchen, die auf das Medium gespritzt werden sozusagen. Bei mir zum Beispiel durch Piezoelektrik. Und diese kleinen Tröpfchen kann man dann in dem schlechten Druckbild erkennen. Das ist quasi eine nicht homogene Tinten. Naja, es ist ein homogener Tintenauftrag, aber man sieht es quasi mit dem Auge noch die kleinen Tröpfchen, sagen wir es mal so. Und damit ist halt quasi ein nicht ganz so homogenes Erscheinungsbild da, was halt bei dem gedruckten Ultra Black von uns wirklich nicht der Fall ist. Das heißt, wir haben ja wirklich eine ganz homogene Oberfläche, wie auch mit all den anderen Farben. Und da bin ich natürlich mega stolz drauf, vor allen Dingen, dass wir mit unserer Leistung, unserer Qualität auch schon sehr namhafte Partner wie Cupra und Abt an Land ziehen konnten. Und da muss ich echt sagen, das sind auch immer sehr, sehr geile Projekte, sehr außergewöhnliche Projekte. Das aktuelle Urban Rebel Projekt zeige ich euch hier gleich einmal. Das blende ich einmal ein. Auch hier ist der Druck aus unserem Hause und foliert wurde es von Mofolio, einem Partner von uns. Wie gesagt, ich freue mich über all eure Projekte, werde euch hier in Zukunft auch noch viel, viel mehr zeigen, was überhaupt so geht. Und wenn ihr Bock auf was wirklich Einzigartiges habt, dann meldet euch gern bei uns. Dann mache ich auch euer Projekt so was ganz Besonderes. Ich freue mich drauf und sage schon mal danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.